Ja, hallo, mein Name ist Benedikt Thier. Ich bin Abteilungsleiter Stromnetz und Netzmanagement der Stadtwerke Neumarkt. Mein Aufgabenbereich obliegt überwiegend die Betreuung des gesamten Stromnetzes in Neumarkt, ja, sowie das Thema Straßenbeleuchtung. In meiner Abteilung wird die gesamte Inspektion, Wartung, ja, Projektplanung bis hin zur Ausführung der gesamten Straßenbeleuchtung im Neumarkt abgewickelt. Ja, der Mast schaut sehr, sehr gut aus für sein Alter. Er ist deutlich älter als ich. Also ich schätze mal hier ca. 40 bis 45 Jahre steht der Mast hier schon, aber steht immer noch da wie eine Eins. Grundsätzlich sind GFK-Masten wartungsfrei. Das heißt, hier brauche ich keine Wartungsmaßnahmen, mechanische vornehmen. Hier ist es absolut ausreichend, wenn ich stichpunktartig alle paar Jahre eine Sichtkontrolle durchführe. Im Bereich GFK-Masten hatten wir die letzten Jahre keine Tauschmaßnahmen, da die GFK-Masten absolut resistent sind. Ja, die Aufstellarbeiten des GFK-Masten ist relativ einfach, da ich kein Fundament für den GFK-Masten benötige. Und außerdem ist der GFK-Mast sehr leicht, daher kann ich kleine Masten mit der Leuchte per Hand aufstellen und benötige somit keinen Bagger oder einen Kran und habe natürlich geringere Aufstellkosten. Als Idee zur farblichen Anpassung hätte ich natürlich den Vorschlag, dass man zum Beispiel hier das Ganze einheitlich macht, im Raum Neumarkt auf die Richtung Grau geht oder in Parkanlagen oder Grünanlagen wirklich auf die Farbe Grün oder eher Tendenz Braun geht. Und zum Beispiel im Innenstadtbereich oder vor dem Rathaus kann man den Masten gerne an die Farben der Stadt Neumarkt anpassen. Nee, kompliziert ist die Anpassung der Farbe im Normalfall nicht, sondern ich sage zu Fuchs Europuls, bitte diese Farbe und so wird dann der Mast produziert. Ja, GFK-Masten sind natürlich sehr, sehr stabil. Ja, sie haben eine enorm lange Lebensdauer, sie sind sehr, sehr leicht und haben ein gutes Handling. Ja, außerdem wird der GFK-Mast in der Region Neumarkt hier produziert. Ich habe kurze Anfahrtswege und somit geringe Transportkosten. Außerdem ist der GFK-Mast noch sehr resistent gegen Streusalz, gegen Chemikalien und andere Witterungseinflüsse. Sollte hier mal ein kleiner Parkrempler vorkommen, muss ich den Masten auch nicht im Kompletten tauschen, sondern ich kann den relativ einfach vor Ort reparieren, ohne dass die Standsicherheit gefährdet ist und habe natürlich somit auch geringe Kosten, wenn ein Mast mal leicht beschädigt ist. Der GFK-Mast hat eine passive Verkehrssicherheit, das heißt, sollte ein Auto mal dagegen fahren, bricht er relativ einfach und somit habe ich natürlich einen sehr geringen Personen- und Sachschaden. Vielen Dank.